Moin Moin, hier ist der DJ Ramirez Han. Ich wollte euch heute mal eine Geschichte erzählen, und zwar, wie ich zum DJing gekommen bin, und nachher lasse ich dann eine riesengroße Bombe für euch platzen. Ja, ich sitze hier auf meiner Terrasse, an meinem Garten, und bin so ein bisschen ins Nachdenken gekommen, und ich habe auch ja was für euch vorbereitet. Ich habe schon immer Techno gehört und ich habe auch schon immer ja Techno konsumiert. Ich bin sozusagen ein Kind der 90er Jahre Raves gewesen und bin in Frankfurter Area aufgewachsen, also in Frankfurt am Main. Und meine ersten wirklichen Erfahrungen waren damals die Mayday 1995 gewesen, wo ich glaube ich mit knapp 17 Jahren oder so, nicht ganz 17 Jahren, das erste Mal auf so einem großen Rave gewesen bin. Die Musik einfach gepackt, und dann folgten diverse Love Parades, Love Parade 96, 97, 99 war ich auf der Love Parade in Berlin gewesen, war eine coole Zeit. Ich selber bin sozusagen im Dorian Gray, im ehemaligen Flughafenclub von Frankfurt, bin relativ oft zur After Hour gefahren dort, und aber natürlich waren auch Läden wie das Omen oder auch Großveranstaltungen wie Sound of Frankfurt oder der Hessentag, der in Hessen in diversen Städten war und wo es immer bestimmte Techno-Partys gab, wie unter anderem die Hard Club Night Partys und die Pitch Control Partys gab. Und 1998, 99 kam ich dann zum Radio und habe mit einem Freund aus Berlin zusammen Radio gemacht. Das war Chartheads Radio gewesen. Chartheads Radio live mit DJ Ramirez Sun. Ja! Einer der größten Internet-Radiosender, die es damals gab, und man muss sich vorstellen, wir sprechen da ja von Zeiten, wo MP3s gerade 3-4 Jahre auf dem Markt waren, also die Technik von MP3s. Und natürlich war auch ein ganz großer Punkt der damals relativ neu gegründete Sender Sunshine Live, der ja bis heute einer der führendsten Techno-Radiosender Deutschlands ist. Das Radio habe ich dann gemacht so bis 2001, 2002 und habe mich dann den normalen Dingen im Leben gewidmet, und 2006 bin ich dann nach Köln gezogen und hatte eigentlich, außer dass ich Konsument war, mit der Musik eigentlich wenig am Hut gehabt. Ich glaube, es war 2012, als ich das erste Mal dann wirklich mit Techno in dem Sinne in Kontakt kam, dass ich auch sagte, ich will das selber machen. Und zwar war das ein guter Freund von mir, eigentlich mein bester Freund, Felix, schöne Grüße, mit dem ich im Toy Club war und er dort das Warm-Up gespielt hat. Toy Club in Stuttgart, auch eine große Institution in Stuttgart. Und da hat es mich gepackt. Das Warm-Up waren zwar kaum Leute da, weil es halt noch Beginn des Abends war, aber das Auflegen dort, was ich gesehen hatte, was er gemacht hat und so weiter, das wollte ich unbedingt auch machen. Und dann kam es, dass ich mir einen S2-Controller von Native gekauft habe und habe dann 2012 für Freunde von mir meine ersten Sets aufgenommen. Da gibt es sogar noch welche, die ihr bei Mixcloud anhören könnt. Ich verlinke die mal hier unten in der Videobeschreibung. Ja, warum erzähle ich euch das alles? Ich will euch auf eine Reise durch Köln mitnehmen, um so ein bisschen meine Wurzeln zu erforschen von meinem DJing. Und zum Schluss habe ich dann eine ganz große Überraschung für euch. Ich glaube, als erstes gehen wir mal zum Stadtgarten hier in Köln im Belgischen Viertel. Und der Stadtgarten ist einer der Locations, wo ich das allererste Mal gespielt habe im Rahmen von der Silberschweinparty. Das Besondere der Silberschweinparty ist eigentlich nur, dass sie eine Discokugel haben in Form eines Schweins. Die Silberschweinparty ist eine der Partys, auf der ich das allererste Mal gespielt habe. Der Macher der Silberschweinparty, der Irving Leschet, hat an mich geglaubt. Ich hatte ihm damals ein Mixset geschickt und habe gesagt, ey, hör mal rein, willst du das mal anhören? Und er gesagt, ja, klar, kein Problem, können wir machen. Und ja, das war mein allererster Gig hier im Stadtgarten. Ja, und bei der Silberspann-Party bin ich eigentlich bis zum heutigen Tage Resident. Es sind immer super nette Leute da, sie sind sehr musikoffen, man kann wirklich auch von alten, richtigen Oldies im Elektrobereich bis zu neuen Sachen etwas schneller, etwas softer
Die Menschen sind sehr offen dafür und ich bin sehr gerne Resident da. Danke auf diesem Weg auf jeden Fall nochmal an den Irwin Laschet, der mir die Chance gegeben hat, einfach ein Teil der Kölner Szene so zu werden. Ein weiterer Club, der ganz wichtig ist hier in Köln, den ich nur mitbenennen will, ist das Odonien. Im Odonien habe ich auch schon ein paar Mal gespielt, auch für diverse Veranstalter auch. Odonien ist immer eine Reise wert. Also Leute, wenn ihr wissen wollt, wo man in Köln sozusagen hingehen soll, welchen Elektro-Event man sich anschauen soll, geht einfach ins Odonien. Da werdet ihr fast nie enttäuscht. Die Location ist der Hammer, die Partys sind immer voll und es macht immer sehr viel Spaß. Und das Gute an der Kölner Szene ist, wir haben noch nicht so eine Typpolitik wie in Berlin zum Beispiel. Nach der Option beim Silberschwein zu spielen, habe ich relativ schnell für das FaceMac, Deutschlands Techno-Magazin Number One sozusagen, den FaceMac Contest im Juni 13 gewonnen und habe meinen allerersten Gig in einem großen Club sozusagen gespielt. Also nicht nur in so einer Kölner lokalen Location, sondern also einen richtigen Club Underground, wie man es gerne sagen möchte. Und zwar im Bhutan in Wuppertal und ich war tierisch aufgeregt. Danke nochmal ans FaceMac für die Möglichkeit und meine ersten Erfahrungen in dem Bereich zusammen. Ja, aber es gibt noch andere coole Locations hier in Köln, natürlich neben dem Odonien und dem Stadtgarten, zum Beispiel das Reinicke Fuchs. Im Reinicke Fuchs habe ich schon einige coole Partys gefeiert, unter anderem die Lumiga, die ich mit meinem Kollegen Melokin zusammen gefeiert habe und aber auch schon Silberschwein-Partys. Lumiga ist übrigens organisiert von zwei relativ coolen Dudes hier in Köln, das sind die U-Likes. Zwei Leute, die man echt gerne haben muss, die man knuddeln und kuscheln muss, die zwei, und die einfach total lieb sind und ich bin super dankbar, die kennengelernt zu haben. So sieht der Reinicke Fuchs leer aus. Wie sieht er wohl voll aus? Oh, Video Magic in 3, 2, 1. Außerdem gibt es hier in Köln neben dem Silberschwein und coolen Partys im Reinicke Fuchs natürlich auch noch ein paar andere Veranstalter, die ich hier nicht ungenannt lassen will und denen ich natürlich auch viel verdanke. Unter anderem habe ich auch ein Jahr lang mit Incroyable zusammengearbeitet, was ein sehr schönes Jahr war. Außerdem nicht ganz ungenannt lassen möchte ich die Lichtblick-Partys. Die Lichtblick ist auch eine der großen Institutionen, die unter anderem auch die Ehrenfeld XL machen. Eine der größten Partys nach dem Kölner Karneval, kann man sagen, weil sie mobilisiert in bis zu 10 verschiedenen Clubs in Köln-Ehrenfeld bis zu 10.000, 12.000 Leute an einem Abend. Den gleichen Umfang schafft in der Regel nur der Kölner Karneval. Außerdem eine kleine Crew, die ich nicht ungenannt lassen möchte, sind die Tagediebe. Eine Crew, mit der ich auch schon sehr intime kleine Partys habe feiern können in kleinen coolen Clubs in Köln, unter anderem aber auch ein nicht ganz legales Open Air, was aber riesigen Spaß gemacht hat. Und deswegen auch ein kleines Shoutout an dich, Tim. Mach weiter so, eine richtig coole Party. Und darüber hinaus gibt es für mich noch einen ganz besonderen Ort in Köln und das ist der Tanzbrunnen. Hier habe ich 2013 den MTV Contest gewonnen und da habe ich mit vielen coolen Acts gespielt, wie zum Beispiel Alle Farben war damals da, Oliver Schoris war am Start gewesen. Das ist eine super Location hier in Köln, wie ihr seht. Sieht richtig cool aus. MTV war zweimal mit einem Festival hier gewesen. Ich habe auch beide Male gespielt. Und seitdem ich beim MTV Contest gewonnen hatte, dann hat sich das so nach und nach entwickelt und habe mich so ein bisschen in der Szene etabliert. Habe jetzt bis zum heutigen Tage ungefähr ja, 180, 200 Gigs ungefähr gespielt und das Ganze so in knapp 4 Jahren. Habe viele coole Freunde kennengelernt, unter anderem natürlich den Jörg Kühnel, guter Freund von mir, der mich in Musikfragen berät und natürlich auch Melo kennt, den ihr alle kennt, mit dem ich auf Tour bin, mit dem ich auch viele coole Gigs
gespielt habe und super gerne mit ihm auf Tour gehe. Und wir sind eigentlich auch ein richtig cooles Team. Und dann habe ich 2016, als wir ganz oft in der Schweiz waren, habe ich dann die Leute von Chicky Bookings kennengelernt. Und Chicky Bookings hat sich uns angeguckt, Melokind und mich, wie wir das machen, wie wir gespielt haben. Ja, sie waren ganz zufrieden und haben uns dann letztendlich auch in ihr Roster aufgenommen. Haben einige coole Gigs schon gehabt, unter anderem haben wir auf der Street Parade gespielt, was natürlich eine ganz besondere Erfahrung ist. Just don't waste my time, cause you'll get me mad. I have a big dung day that could bite your broomstick hard. What you waiting for? Put your back in it. Just a little more. Try your wrist in it now. Ja, genau, Chicky Bookings sind auch mit am Start bei unserer Geschichte, die ich euch gleich erzählen werde. Und auch eine große Partyveranstaltungsreihe, die sich Abflug Berlin nennt. Ich denke, Chicky Bookings und Abflug Berlin zusammen sind eine echt sehr coole Schweizer Einheit von Partyveranstaltern und von Leuten, die sich in der Szene auskennen, und ich bin recht glücklich, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, insgesamt gesehen, auch um das nochmal klarzustellen, ich bin natürlich kein Mega-DJ, ich bin weiß Gott nicht David Guetta oder Robin Schulz oder so irgendwas, aber ich bin doch einer, der, ja, glaube ich, sehr enthusiastisch an die Sache rangeht und sich sehr wohlfühlt bei dem, was er tut. Und auch wenn ich noch nicht so große Erfolge feiern konnte, ist es doch so, dass ich immer versuche, viel unterwegs zu sein, viele coole Leute kennenzulernen, viele coole Gigs zu spielen. Und ja, ich möchte euch einfach daran teilhaben lassen. Und ich gebe euch jetzt nochmal kurz einen Überblick rein, bildlich gesprochen sozusagen, was ich alles schon gemacht habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und von all dem will ich euch was zurückgeben heute, denn wir haben einen ganz tollen Contest für euch vorbereitet. Der Music Store hat einen Contest ausgerufen, nämlich den Jet Sets DJ Contest, und wahrscheinlich auch wegen meiner Historie und wegen dem, was ich so in meinem Leben gemacht habe, hat der Music Store sich gedacht, den fragen wir, der soll dabei sein, der soll mitmachen. Und ich habe natürlich ja gesagt, und jetzt möchte ich auf jeden Fall erzählen, um was es überhaupt geht. Der Hauptpreis von dem Contest ist ein Flug mit einem Privatjet in die Schweiz zu einem Gig nach Bern in den bekannten Club Gaskessel. Unter anderem spiele ich natürlich dort, aber auch Melokind und auch noch viele andere weitere DJs. Und dass ihr dahin fliegt, ist aber natürlich nicht alles. Es gibt noch viel, viel mehr zu gewinnen, denn wir haben für alle 20 Finalisten haben wir Preise organisiert von ganz vielen tollen, namhaften Herstellern. Und die letzten 20 sozusagen im Contest gewinnen alle auch was. Der Gewinner kommt Freitag schon zu mir hier in den Music Store nach Köln, nimmt seinen Preis entgegen. Wir werden einen schönen Abend verbringen in Köln. Wir werden in einem tollen Hotel dir ein Zimmer organisieren, wo du übernachten kannst. Und am nächsten Tag werden wir dann mit dem Privatjet hier von Köln aus nach Bern in die Schweiz fliegen, in den bekannten Club Gaskessel. Und werden dann auch eine kleine Sightseeing-Tour haben, auch was Tolles essen und dann abends zusammen in dem Club spielen. Und dann geht es natürlich am nächsten Tag wieder zurück nach Köln und von dort aus erster Klasse mit der Bahn wieder zu dir nach Hause. Ich bin ganz dankbar über die ganzen Sponsoren, die dabei sind, die ganzen Preise organisiert haben. Und natürlich auch ganz besonders bin ich dankbar dem Face Magazin. Das Face Magazin als größtes Techno-Magazin ist mit eingestiegen, hat auch einen tollen Preis, unter anderem diverse Jahresabos. Und mit dabei ist natürlich auch Sunshine Live als der größte Techno-Radiosender Deutschlands. Und natürlich der Music Store als Europas größtes Verkaufshaus für Musikinstrumente und Musikequipment und natürlich auch DJ-Equipment. So, was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, ihr ladet mir ein DJ-Set bei Mixcloud hoch, das Ganze mit dem Hashtag JetSets versehen und einem Foto, das ihr auch auf der Homepage finden könnt. Und dann wird eine Jury
die bestehend ist aus dem Facemac, aus dem Music Store natürlich und aus Sunshine Live und eben aus mir, wird dann entscheiden, wer die 20 Finalisten sind. Und die 20 Finalisten kommen dann auf eine Voting-Seite, die ihr auch auf jetsets.dj finden könnt. Alle Informationen gibt es auf dieser Seite, alle Fragen werden dort geklärt. Ich bin ganz gespannt, was für Einsendungen ihr habt und ich danke euch, dass ihr diese kleine Historie und diese kleine Geschichte mitgemacht habt heute mit mir und ich freue mich auf ganz viele Einsendungen und wer will, kann gerne meinen Kanal abonnieren und natürlich auch meine Facebook-Seite. Ist natürlich kein Muss für das Gewinnspiel, aber ich würde mich sehr darüber freuen. So, und jetzt macht's gut. Mit einem kleinen Blick auf den Music Store verlasse ich euch jetzt und jetzt freue ich mich auf ganz viele Einsendungen und wir sehen uns auch bald. Ciao!